Hey, du, Jane! Wann gibt's denn was zu futtern? Du könntest wohl von morgens bis abends bloß essen. Man ist ja schließlich noch im Wachstum begriffen. Ist man, ja. Ach, Django, vergiss nicht das Geschenk für mich. Du weißt, morgen ist mein Geburtstag. Na, so gut musst du mich doch nun kennen. Ich werde doch nicht das Geburtstagsgeschenk für mein Schwesterchen vergessen, ne? Ist doch. Danke, Bobby. Bleib nicht so lange. Nee, nee. Hier. Bin heute Nachmittag wieder zurück. Yeah! Also, Vater, dann bis später. Bring mir Tabak mit, ja, es ist nicht mehr viel da. Und gut. Denk an das Jagdmesser, sonst ist Bobby enttäuscht. Du hast es nicht versprochen. Hat alles besorgt, mach ich schon. Yeah! Eine Stunde wieder da, dann wird es ja wohl fertig sein. Ah ja, geht's. Virginia. Ich habe mir gedacht, dass du heute in der Stadt bist. Ich bin nur deinetwegen hergekommen. Ja, du weißt ja, dass morgen die Zahlung für deinen Vater fällig ist, die Hypothek. Deshalb musste ich auf die Bank. Es war doch alles gut mit uns beiden. Warum gehst du mir plötzlich so aus dem Weg? Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Unsere Familie ist doch das rote Tuch für deinen Vater. Aber ich, bin ich dir denn so gleichgültig geworden? Es hat keinen Zweck, Virginia. Unsere Väter wären damit niemals einverstanden, weder deiner noch meiner. Deshalb würde ich sagen, wir lassen es lieber. Oh. Auch wenn es sehr schwer fällt. Ah!
Reichlich spät für einen Besuch. Wenn du die Hypothek zurückzahlen willst, das hätte bis morgen früh Zeit gehabt. Gibt's da vielleicht irgendwas anderes? Weshalb bist du gekommen? Nein, ich wollte die letzte Rate bringen. Weiter liegt nichts an. Sehen Sie nach. Und jetzt würde ich gern die Besitzurkunde zurückhaben. Virginia! Geh und bring die Urkunde für die Ranch. Die McDonalds haben keine Schulden mehr bei mir. Virginia, du kannst wieder reingehen. Ich schwöre, McDonald, ich hätte euch niemals die Hypothek gegeben. Niemals, wenn ich das vorher gewusst hätte. Dass es mal so weit kommen würde, dass ich gelähmt im Rollstuhl sitze und dass ich das nur deinem Vater zu verdanken habe. Es ist Notwehr gewesen und er hat eben schneller gezogen. Als ich heute in der Stadt war, ist die Ranch überfallen worden. Sie haben ihn umgebracht und Shane und Bobby auch. Ihr McDonalds habt es immer großartig verstanden, euch Feinde zu machen. Da darfst du dich nicht wundern, wenn die sich letzten Endes mal rächen. Ihr werdet euch noch alle wundern. Ich rechne mit denen ab, die finde ich. Saludos, amigo. Ich bin Garcia Ramirez. Oder einfach Barica. Was wollen Sie? Ich möchte Ihnen helfen und hilfreiche Menschen sind doch gefragt. Wobei wollen Sie mir denn helfen, Sie Präriefeger? Oh, ich kenne Ihre ganze Geschichte. Dann lassen Sie mal ab, die Geschichte. Ich bin heute Vormittag bei Ihnen vorbeigekommen, draußen an der Ranch. Da habe ich Schüsse gehört. Ich habe den Überfall genau beobachtet. Ich habe auch die Männer gesehen. Und wer war es? Haben Sie ein bisschen Vertrauen zu mir und kommen Sie mit. Barica wird sie hinbringen.
ist es richtig. Hier ist es genau richtig. Gibt's hier nichts zu saufen? Ich bin noch genug Flaschen rum hier in dem Saftbad. Ja, spüren Sie den Mangel. Das ist gut gegen abstehende Ohren. Hey, drehen Sie sich mal um, genau hinter uns. Der Pokertisch da. Riskieren? Herzlichst eingeladen. Spitzen die Ohren? Ich verkünde 30. Verkündigung angenommen. Passe. Dann habe ich das Spiel gemacht. Aber Sie haben doch gar nicht Ihre Karten gesehen. Das ist nicht nötig, mache ich alles so. Hier nicht auf dem Tisch. Sauerei. Sauber abgeräumt. Alle Achtung. Und wo sind die übrigen? Von einem weiß ich, dass er hier in dem Kaff bei einem Mädchen ist. Ich habe an die Haustür ein Kreuz gemacht. Also das Pferd da von dem ist voll wie eine Haubitze. Möchte ich bloß mal freundlich zur Kenntnis geben. Und das Pferd wollte mich einladen. Na hier, komm, dann trink beide ein. Ja, das lässt sich darstellen. Kaiba, zieh den Schwanz ein und komm rein. Thank you.
Die Jungs werden auch immer schwerer. Hier lang. Nimm mir hinter mir her. Du drehst wohl einer Trübschal, was? Will er einsteigen, die Herrschaften? Und der nächste hat den gleichen Wagen? So, dann los geht's los. Wir schreiten zur Kasse. Ja, wir geben die Hälfte. Wird doch alles teurer. Was wollen Sie hier? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Django MacDonald. Schon mal gehört den Namen? Was wollen Sie denn von mir? Komm her. Komm her, sag ich. Kennst du doch, nicht? Nein, nie gesehen. Müsstest du aber eigentlich kennen. Das Mädchen ist meine Schwester. Der Junge ist mein Bruder. Und in der Mitte der alte Mann, das ist mein Vater. Guck sie dir noch mal an, bald kannst du es nicht mehr. Sieh sie dir an! Du musst das verstehen, Django. Was hätte ich denn tun sollen? Sie haben mich dazu gezwungen, ich wollte es ja nicht. Sie haben mich erpresst, ja. Ich habe noch nie einer Menschenseele was getan, ich schwör's bei meiner Mutter. Ich bin bloß ein armer Bauer, Django. Ich habe nichts. Ich muss hart arbeiten für mein täglich Brot. Das könnte ich nicht an Menschen umbringen. Aber wenn du die Mörder suchst, vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß so allerhand. Jawohl. Ich weiß, wer es gewesen ist, die Smarts. Und der alte Stuart hat sie dafür bezahlt. Stuart? Ja.
bitte nicht, Janko. Erschieß mich nicht, bitte nicht. Ich will nicht sterben, nein, nicht. Hast du denn gar kein Mitleid? Und meine Familie? Hast du mit der Mitleid gehabt? Sicher Conchita. Ja, ja, Senor. Ei. Sieht böse aus. Armer Junge. Ach, ja. Chico ist für mich wie ein Bruder gewesen, wenn ich den finde, der mir meinen Chico umgebracht hat. Ich werde ihn rächen, ich verspreche es. Mein Chico. Dass das mal so kommen musste. Chico. Was soll jetzt aus mir werden? Ich habe keinen Menschen. Er ist der Einzige, der gut zu mir gewesen ist. Mein armes Kind. Das ist ein richtiges Unglück. Kann man denn da gar nichts machen? Wovon soll ich jetzt leben? Ich habe nichts. Ich werde meinen Freund Chico begraben. Neben seiner Mutter auf dem Friedhof von San Juan. Da werde ich ihn begraben. Das ist meine Pflicht, meine traurige Pflicht. Bring mir dein Pferd. Ja. Freund Chico. Mit dir mache ich glatt meine $1,000. Gib mir noch eine Flasche, ist ja kaum was drin gewesen. Sei vernünftig, Jack. Du bist doch satt für heute. Denk an die Sache mit den Lohngeldern, die dein Bruder vorhat. Glaubst du denn, der lässt dich mitmachen, wenn du voll bist? Gib schon her und halt die Schnauze! Weg! Komm raus da oben, hörst du? Los, raus! Was ist, Jack? Was willst du? Du hast mir Mary weggeschnappt. Denkst du etwa, dass ich mir das von dir bieten lasse?
scheinst zu vergessen, dass 5000 Dollar auf deinen Kopf ausgesetzt sind. Die wird wohl in Kürze jemand kassieren, wenn du dich nicht beherrschen kannst. Los, ab! Her damit! Schnauze. Du hältst die Schnauze und gibst mir noch eine Flasche. Großartig hast du das gemacht, Jack. Du würdest sogar mit einem Dutzend fertig werden. Wenn es etwas gibt, was mir imponiert, ist das ein Kerl wie du. Auf sowas stehe ich. Ich bekomme nichts zu trinken. Ach, mach doch, dass du rauskommst. Danke, ich habe ihn gefragt und nicht dich. Also kriege ich was zu trinken oder nicht? Vielen Dank. Und wie ist das mit uns beiden? Kommst du mit rauf mit der Mutti? Willst du mir die Brust geben, du Prärie-Charge? Jack Smart.
Vielleicht kommst du ins Grübeln. Django ist eingetroffen. Ja schon. Na, was darf's denn sein? Oh, Meister, Meister, Meister. Meister, Meister, Meister. Denkst mal, das ist ein Freund von mir gewesen. Und er ist erschossen worden. Ist er worden, ja. Na und? Ich möchte seine liebe Leiche nach Montana bringen. Er soll neben seinen Verwandten. Was ist denn daran so komisch? Ich bin ein alter Hase und mehr als 40 Jahre im Beruf. Und solche Typen wie dich erkenne ich auf den ersten Blick. Du weißt natürlich nichts von dem Kopfgeld, nie was gehört. So sieht er aus. Das dürfte wohl allgemein bekannt sein, dass auf dem Kopf von Jack Smart $5,000 ausgesetzt worden sind. Er und sein Bruder Dick, die werden doch beide gesucht. Schon seit 5 Wochen wegen Raubüberfall und Totschlag. Und der kommt hier an und drückt auf die Tränendrüse. Drückt er. Dann gib uns erstmal was zum Runterspülen, Joe. Jack bildet sich doch hoffentlich nicht ein, dass er trotzdem seinen Anteil kriegt. Was ist denn das für eine Stimmung hier? Wo ist Jack? Vielleicht kriegt man von dir noch mal eine Antwort. Ich wollte nicht, dass du es von mir hörst. Was hören? Dass Django ihn erschossen hat. Jack ist erschossen worden? Ja, sie haben ihn schon rübergebracht und nehmen Maß für den Sarg. Django MacDonald. Pass dich aufs Geld auf. Es soll eine anständige Beerdigung werden. Alles so, wie sich's gehört. Sind Sie dafür bekannt? Ein Begräbnis erster Klasse bekommt unser Freund, was? Ja. Na, wirst du mal? Bei einem Begräbnis wird nicht gelacht. Aber ein sehr freudiger Anlass für uns. Und nun zum Geschäft, lieben Freunde.
Ach, ja. Gefällt mir alles gar nicht. Was gefällt dir gar nicht? Sprich dich aus. Die Geschichte mit den Brüdern Smart geht mir dauernd durch den Kopf. Stümper sind das, alle beide ihr Geld nicht wert. Ich hab's dir vorerst bezahlt und jetzt sehe ich nichts dafür. Du musst den Jungs schon ein bisschen Zeit geben. Solange Django noch lebt, wird er mir Schwierigkeiten machen. Da kann ich die Farm niemals zurückkaufen. Nie. Ich habe von dir gesprochen, Dick, und ich habe gesagt, ihr werdet das Kind schon schaukeln. Warum hast du Jack nicht mitgebracht? Jack, der kommt ein bisschen später, der ist nämlich tot. Erschossen von Django. Den haben wir wohl unterschätzt, der ist doch schneller, als wir gedacht haben. Ach, Blödsinn! Dein Bruder ist wahrscheinlich wieder voll gewesen, wie üblich. Da muss ja jeder andere schneller sein, das ist... Hör mir mal zu, Stuart! So wie die Dinge liegen, sollten wir eine neue Vereinbarung treffen. Das Leben meines Bruders ist mir nämlich eine ganze Menge mehr wert als das, was sie mir für die McDonalds gezahlt haben. Das ist doch wohl ein anständiger Preis gewesen. Wenn du noch mehr rausschinden willst, dann muss Django weg. Was fehlt mir hier noch? Raus mit dir, los! Oh.
John, sieh mal da. Das ist doch Jack Smart. Gott zum Gruß, hier ist der alte Barrika. Sehe ich. Sheriff, da werden die Pupillen weit, was? Ich bringe ihn Jack Smart. Versprochen ist versprochen. Wie hast du denn das geschafft? Ist doch einer von den ganz Schnellen gewesen. Da kann einer so schnell sein, wie er will, das nützt ihm gar nichts. Wenn er es hier oben nicht hat, da kommt er in der heutigen Zeit nicht mehr mit. Ist doch logisch. Logisch. Lou! Hier! Jefferson, spuck auf den Daumen. Ja. Das Leben kann schon schön sein. Lass fünf Riesen aufmarschieren. Hast du was, bist du was? Auszahlen. Der Bengel kann sich doch wieder nicht von den Kohlen trennen. Sitzt drauf wie eine Glocke. Ich würde doch wenigstens mal nachzählen. Habe ich das nötig? Sie werden sich doch wohl die Leute vorher ansehen, die Sie bescheißen. Unverwüstlicher Humor. Bei der nächsten Lieferung kriegen Sie dann Bruder Dick und Benson. Mieser, mein jetziges Eichhörnchen. Bitte das Kleingeld schon immer bereit zu halten. Ich könnte dir helfen. Ich weiß so allerhand. Die Brüder Smart sind es gewesen. Und Stuart hat sie dafür bezahlt. Ihr McDonalds habt es immer großartig verstanden, euch Feinde zu machen. Jetzt darfst du dich nicht wundern, wenn sie sich dafür rächen. Ich hab mit Ihnen zu reden. Vorsicht!
Jetzt ist es zu spät, du bist zu spät gekommen. Es war schon jemand anders vor dir da. Ich habe heute erst erfahren, wie alles war. Und ich bitte dich um Verzeihung für meinen Vater.
Licht machen an Ihrer Stelle. Wenn Sie Mann jetzt umlegen, haben Sie 10.000 Dollar verschenkt. Dazu musst du dich erst mal genauer äußern. Aber gern äußere ich mich dazu genauer. So, na, dann stellen Sie mal Ihre Lausche auf, Senior. Lassen Sie Ihren Spruch ab, wir essen zeitig. Er hat das Kopfgeld für Floyd, Chico und Jackson kassiert. Für Ihren Bruder Jack auch. Es ist irgendwo versteckt. Wenn das, was du erzählst, stimmt, dann werden wir es aus ihm rausquetschen. Aber wehe dir, wenn du mich aufs Kreuz legen willst. Thank you.
hinterher! Die Tür ist offen. Sam! Django, Junge. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Was ist los? Kann ich dir mit drei Worten nicht erzählen, aber du musst mir helfen. Deshalb bin ich hier. Was kann ich für dich tun? Na, sag schon was. Sam, ich weiß, du hast früher mal ein Maschinengewehr gehabt. Das habe ich immer noch, aber wieso? Der Krieg ist doch schon ewig vorbei. Für mich eben nicht. Sie werden mich jagen wie eine Ratte und mich fertig machen. Gegen die Burschen habe ich allein keine Chance. Ich habe gehört, was mit deiner Familie passiert ist. Dein Vater und ich sind gute Freunde gewesen. Ich weiß, Sam. Tja. Dann komm mal mit. Eine herrliche Waffe, da lacht einem das Herz im Leibe. Ein richtiges Schmuckstück. Na, hab ich dir zu viel versprochen? Mit der Spritze kannst du eine ganze Armee zum Teufel schicken. Kennst du einen Mexikaner, der Barrica heißt? Barrica? Natürlich kenne ich den. Er ist doch bekannt wie ein bunter Hund hier in der Gegend. Gib ihm die Spritze. Und vielen Dank, Sam. Ich werde dir das nie vergessen. Ist schon gut, mein Junge. Und halt die Ohren steif. Was soll ich auch sonst steif halten?
Hey, Smart! Erst musst du mich haben, dann kannst du mich umlegen. Thank you.
ist meiner. Altersversorgung. Jetzt fehlt das bloß noch einer. Hey, hat der Blei in den Knochen? So, Dick Smart. Und jetzt wir beide von Mann zu Mann. Ha ha.
Na? Na ja. Da stehen die Würmer wie der Schlange. Schöneres. Django. Adios.